Hallo, Herr Direktor! Da es die aktuelle Situation leider nicht zulässt, dass wir wie Abschiedsredner zu uns in die Schule holen, haben wir gedacht, wir machen es wie in dem Jahr üblich mit einem Video. Nun sehen Sie einen Zusammenschnitt von ein paar Menschen, die Sie durch Ihre Laufbahn in der WIMO begleitet haben. Viel Spaß! Was sind so schöne Momente mit ihm? Da gibt es eigentlich viele. Schön ist auf jeden Fall für mich zu erleben, mit welchem Herzblut er sowohl Bildungsberater als auch Lehrer war und auch mit welcher Leidenschaft er seinen Job als Direktor erledigt hat. Der schönste Moment mit Ihnen war nicht nur eine Situation. Es war nicht eine, wo es uns nicht so gut gegangen ist und Sie das sofort bemerkt haben und sofort ein offenes Ohr für uns gehabt haben und uns immer wieder aufgebaut haben. Dafür sind wir sehr dankbar. Wenn ich mir einen schönen Moment mit Ihnen aussuchen soll, kann ich mich eigentlich gar nicht entscheiden, weil wir so eine schöne Zeit miteinander verbracht haben. Egal, ob es ein aufmunterndes Gespräch in der Direktion war oder doch eine aufgeheizte Diskussion im SGA über die Hausschuhpflicht, Sie hatten für unsere Anliegen immer ein offenes Ohr. Und der schönste Moment mit dem Herrn Professor Wilhelmer, den wir alle eigentlich immer liebevoll Willi genannt haben, aber immer, wenn er gelacht hat, es ist so besonders entzückend und das war einfach immer super. Ja. Die schönsten Momente mit Ihnen, also Sie haben uns halt immer weitergeholfen, wenn wir Probleme gehabt haben, egal ob schulisch oder privat. Sie haben uns immer motiviert in alle Sachen und haben uns auch in Zukunftsproblemen und Zukunftsorientierung voll gut weitergeholfen. Also mein schönster Moment mit Ihnen war, glaube ich, als ich damals auf der Bühne gestanden bin beim WIMO 2018. Wo ich meine erste große Rede gehalten habe sozusagen und ich nächtelang nicht schlafen habe können, weil ich so nervös war. Und dann bin ich da mit Ihnen oben gestanden, das ist eigentlich überhaupt nicht schwer gewesen, das ist ganz leicht gegangen. Und das war irgendwie für mich so ein prägender Moment, mit so einer wichtigen Person von einer Schule da auf der Bühne zu stehen und einfach vor so vielen Menschen zu reden. Und da war ich echt froh, dass ich einen Sieg gehabt habe, der mir beiseite gestanden ist. Er hat mich immer total unterstützt und es waren sehr viele schöne Momente, wo ich einfach gemerkt habe, der Herr Direktor ist einfach ein Mensch, der wirklich immer allen zuhört und der immer versucht, jeden zu verstehen und jeder Seite sich irgendwie anzueignen. Und das war einfach immer sehr schön. Ich kann meine schönste Erfahrung mit dem Herrn Wilhelmer gar nicht auf eine runterbrechen. Ich habe es für mich einfach abgespeichert als immer schöne Erfahrungen, wenn ich bei ihm durch die Türe in sein Direktorenzimmer gegangen bin, weil ich einfach gewusst habe, da sitzt jemand, der hat ein offenes Ohr, der nimmt die Anliegen der Schülerinnen und Schüler wirklich ernst und dass ich sehr geschätzt habe, dass wir immer auf einer Augenhöhe und so respektvoll miteinander zusammenarbeiten konnten, dass das für mich ganz global die Zusammenarbeit mit ihm in der Schulgemeinschaft als eine sehr positive und sehr schöne verbuchen kann. Du hast uns als Lehrer nicht nur stets herausgefordert mit vielen kontroversiellen Themen, du hast uns gezwungen, mit Dingen uns sehr kritisch auseinanderzusetzen. Du hast uns vor allem aber auch ständig gefördert. Du hast uns Mut gemacht. Du hast unsere Kreativität gefördert. Schönste Momente sind für mich immer die, wenn ich in Ihrem Büro gesessen bin und wir uns einfach nur unterhalten haben und wir gelacht haben und ich einfach gewusst habe, dass ich Ihnen alles erzählen kann. Aber ein ganz besonders schöner Moment war für mich vorgestern, als Sie mich angerufen haben und sich Sorgen um mich gemacht haben, weil Sie mich 2 Tage in der Schule nicht gesehen haben. Und das war so lieb von Ihnen und das hat mir einfach so viel bedeutet. Und was ich noch sagen wollte, wo mir auch immer das Herz aufgeht, wenn ich aus der Schule rausgehe und Sie mir aus Ihrem Büro aus zuwinken. Das ist so lieb von Ihnen. Auch für mich sind es die kleinen Momente und die einzelnen Gespräche, die wir geführt haben, in denen ich einfach die Möglichkeit bekommen habe, Sie auf eine ganz persönliche Art und Weise kennenzulernen. Auch ich möchte diese Plattform nutzen, um dem Herrn Direktor Wilhelmer alles Gute zu wünschen und Danke zu sagen für die letzten Jahre. Es waren meine ersten Dienstjahre, die ich hier an der WIMO mit dem Herrn Direktor Wilhelmer habe verbringen dürfen und ich bin sehr dankbar für diesen Einstieg ins Berufsleben. Lieber Hermann, du bist mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Du hast mir zu jeder Tages- und Nachtzeit, in den Ferien, unter der Woche, wann auch immer, alle Fragen beantwortet, mit denen ich gekommen bin. Du hast mir geholfen, Situationen zu lösen, die nicht so einfach zu lösen waren. Danke für deine Unterstützung. Ich bin ihm so dankbar,
für alles eigentlich, was er in dem ganzen letzten Jahr mit und für mich getan hat. Und ja, eine gute Organisationsstruktur, eigentlich für seine Zuhörbereitschaft und wirklich für seinen extremen Einsatz, Arbeitseinsatz für unsere Schule. Dankbar bin ich dem Herrn Wilhelmer für sein Naturell und seine Grundeinstellung, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass er die Schülerschaft nie nur als Schülerinnen und Schüler gesehen hat, sondern immer als die Menschen dahinter. Ich möchte noch einmal wirklich Danke sagen. Danke dafür, dass sie einfach immer für mich da waren, dass sie mich immer unterstützt haben und einfach auch, dass ich mir manche Frechheiten erlauben habe können, zum Beispiel auf dem Lehrerparkplatz stehen zu dürfen. Also sie haben wirklich meine ganze Bimodo-Laufbahn sehr viel schöner gemacht und haben auch meine Zeit als Schulsprecherin sehr bereichert und dafür möchte ich noch einmal ein großes Danke aussprechen. Und dann möchte ich mich noch sehr herzlich bedanken für die Unterstützung in Sachen Erinnerungskultur, Botschafterschule, die Zusammenarbeit bei unserer Jubiläumsfeier 2018. Für mich waren Sie eine Art Mentor, zu dem ich aufblicken konnte. Und dafür wollte ich mich schon sehr lange bei Ihnen bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die ganzen tollen Gespräche und dass Sie einfach immer für uns da waren und immer ein Ohr für unsere Anliegen gehabt haben. Egal, ob es in der Früh war, wenn Sie gerade den größten Stress gehabt haben, oder am Abend, wir haben Sie immer anrufen können und immer mit Ihnen über alles reden können. Ich möchte mich extrem dafür bedanken, dass Sie mich so unterstützt haben, wie ich für die Landesschülervertretung kandidiert habe. Und auch in diesem Schuljahr, weil ich wirklich nicht so viel Zeit gehabt habe, aber Sie mir trotzdem immer den Rücken freigehalten haben. Und wir sind da sehr dankbar dafür, dass wir so viel von Ihnen lernen haben dürfen und so viel mitnehmen und dass unsere Arbeit immer wertgeschätzt wurde und dass wir auch in jeder Hinsicht unterstützt worden sind. Ich für meinen Teil möchte mich bei dir bedanken, denn du warst immer ein Unterstützer, ein Freund mit offenen Ohren, mit offenen Türen jederzeit. Und es gibt wenige Menschen, die mich so geprägt haben in meinem Leben wie du. Und dafür möchte ich dir heute ganz ein großes Danke sagen. Wofür ich besonders dankbar bin, ist, dass er irgendwie immer an mich geglaubt hat, dass ich meine Fachbereichsarbeit über den Cinderella-Komplex der Frau bei ihm habe schreiben dürfen. Und ich habe das Gefühl gehabt, er versteht mich einfach. Und das war einfach wunderbar. In allen Sitzungen, in all den Jahren mit dem Direktor, egal um was es gegangen ist, habe ich ihn sehr, sehr schätzen gelernt und war immer wieder beeindruckt von seiner Ruhe, seiner Gelassenheit, seinem Willen, was ins Positive zu verändern. Besonders dankbar sind wir, dass wir eben immer gewusst haben, dass wir zu Ihnen kommen können, dass Sie ein offenes Ohr für uns haben und uns auch bei allen unterstützen und dass Sie auch immer verstanden haben, wenn es jetzt auch in der Schule stressige Zeiten gegeben hat, dass Sie dann unsere Deutsch- und Psychologieprüfung verschoben haben. Ich möchte Ihnen Danke sagen für Ihre Begeisterung und Ihren Tatendrang für die Schulgemeinschaft. Aber vor allem möchte ich mich bei Ihnen für die Wertschätzung bedanken, die Sie uns stets entgegenbringen. Sie geben uns immer das Gefühl, als Schülervertretung wertgeschätzt zu sein und bieten uns auch viele Möglichkeiten, unsere Ideen einzubringen. Ich bin Ihnen für Ihren Rat, Ihre Unterstützung, Ihre Wertschätzung und Ihre Empathie dankbar. Ich kann mich noch so gut erinnern, wo ich am Anfang des Schuljahres als schüchternes Mädchen zu Ihnen gekommen bin und Ihnen von meinen Schulsprecherideen erzählt haben und Sie mich, obwohl Sie nicht einmal mich gescheit gekannt haben, sofort unterstützt haben. Ich bin in diesem Jahr durch Sie extrem charakterlich gewachsen und das vor allem, weil ich immer gewusst habe, dass Sie hinter mir stehen und dass Sie mich, egal was ich mache, unterstützen. Danke. Es gibt viele lustige Momente mit ihm, nicht diesen einen ultimativen, aber lustig war, wenn er in seinem zweiten Standbein als Psychologe oft etwas Umstände oder Situationen so vorsichtig, behutsam bewertet hat und ich dann oft so mit Vehemenz und einen ziemlich starken Standpunkt vertreten habe. Das hat ihm dann eigentlich immer wieder zum Lachen gebracht, weil das so unterschiedlich eigentlich war zwischen uns beiden. Der lustigste Moment mit Ihnen. Zwar ist es oft stressig im Büro, aber Sie bringen uns immer wieder zum Lachen. Der lustigste Moment mit Ihnen war definitiv der Tag, wo Sie der Katrin und mir den Keller von der Schule gezeigt haben und wir im Bunker eine tote Ratte oder eine tote Maus gefunden haben und wir so Angst gehabt haben. Meine lustigste Erinnerung mit Herrn Wilhelmer ist die, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt in unserer
Zusammenarbeit mich angefangen hat, mit einem Augenzwinkern Chefin zu nennen. Ich liebe es einfach, wenn sie mir witzige Geschichten erzählen und wir zusammen lachen. Aber ich glaube, der lustigste Moment war für mich, wo ich mit ihnen das Interview über das Ernährungsverhalten geführt habe und sie mir erzählt haben, dass sie eine Schokoladensucht haben und jeder, wenn sie kochen, davonläuft. Ihre fröhliche Art und ihr ansteckendes Lachen sorgen häufig für einen lustigen Moment. Besonders in Erinnerung werden mir aber unsere Online-Meetings um 18 Uhr bleiben, bei denen trotz Wichtigkeit der Themen das Lachen nie zu kurz gekommen ist. Und auch unsere Diskussion über den besten Weg, einen großen Burger zu essen, werde ich nicht so schnell vergessen. Drei Wörter, die Sie beschreiben würden, die uns aufgefallen sind, die uns ganz wichtig waren, war zum Beispiel das Herz am rechten Fleck, die Ehrlichkeit und die Empathie. Wenn ich sie in drei Worten beschreiben müsste, dann wären diese Worte ehrlich, hilfsbereit und aufmunternd. Herzlich, interessiert und auch also wirklich so engagiert. Er ist ein Fan seiner Schülerinnen und Schüler und ja, das fällt mir ein. Also ich würde sie ja direkt damit die drei Worte bedacht, herzlich und kooperativ beschreiben. Und ich glaube, da muss ich eigentlich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also drei Wörter, die sie beschreiben, ist auf jeden Fall einfühlsam, hilfsbereit und natürlich der rote Pullover. Er ist ein glühender Anhänger der Digitalisierung. Er ist mit Leib und Seele Lehrer und Direktor gewesen. Und ich bin ihm wirklich dankbar, dass er auch unser Können am PC gestärkt hat, unsere Kenntnisse mit den Convertibles, weil das hat uns jetzt bei der Online-Arbeit in diesen Zeiten von Corona sehr, sehr geholfen. Vorausschauend, hart arbeitend und warmherzig. Bodenständig, liebenswert und immer gelassen. Er hat wirklich, also es hat mich so beeindruckt, dass er einfach immer ruhig geblieben ist und da immer probiert hat, eben, wie gesagt, jeder Seite sich anzuhören. Wenn ihr sie mit drei Wörtern beschreiben müsst, dann wäre das organisiert, engagiert und herzlich. Wenn ich sie in drei Worten beschreiben müsste, wäre das leidenschaftlich für ihre Arbeit, unterstützend und warmherzig. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit. Ich wünsche dir, dass du Zeit hast zu lesen, dass du Zeit hast, allen Interessen nachzugehen, die in den letzten Jahren vielleicht zu kurz gekommen sind. Und ich hoffe, dass du Zeit hast, auch weiterhin als Jurymitglied beim Literaturwettbewerb an der WIMO zu bleiben und uns dabei zu helfen, den Literaturwettbewerb weiterzutragen. Dankeschön für alles und alles Gute für die Zukunft. Ja, für die Pension alles, alles Gute, viel Gesundheit. Viel Buntes, viel Kreatives, viel Neues und nur das Beste. Alles Gute. Für die Pension wünschen wir Ihnen natürlich, dass Sie endlich einmal entspannen können, abschalten können, dass Sie Zeit nutzen können für Sachen, die in letzter Zeit zu kurz gekommen sind, dass Sie Zeit mit Ihrer Familie verbringen können und mit Ihrer Liebsten. Und natürlich wünsche ich Ihnen noch viele coole Autos für die Zukunft. Also ich wünsche Ihnen als Pensionist mehr Zeit für kulturelle Veranstaltungen und einfach sich in der Kultur mehr Sachen anschauen zu können, die vielleicht jetzt in der Direktorenzeit nicht so möglich waren. Und auch Zeit mit ihrer Familie und mit ihrer Frau, weil ich glaube, das freut sich auch schon drauf, wenn sie wieder öfter daheim sind, weil sie ja doch sehr viel in der Schule war, was ich zumindest mitgekriegt habe. Ich wünsche ihm das Allerbeste, viel Freude, dass er dahin geht, wo sein Herz hinträgt, dass er Zeit hat für die Dinge, die er sich schon immer gewünscht hat, dass er mehr Zeit hat dafür. Also wirklich Liebe, Freude, Gesundheit natürlich, davon gehe ich irgendwie aus. Also ich wünsche ihm einfach das Allerbeste. Ich wünsche dem Direktor das Allerbeste. Ich bin davon überzeugt, es wird ihm auch abgehen, die Schule, weil abgesehen von seiner Arbeit als Direktor, also der ganzen administrativen Arbeit, hat er ja wirklich immer sich darum gekümmert, wie es den Schülern geht. Und das hat mich auch immer sehr beeindruckt, fasziniert und auch immer wieder meinen Glauben an die Schule bestärkt, sagen wir so. Alles, alles Gute, Herr Direktor, genießen Sie Ihre sehr, sehr, sehr verdiente Pension und Sie werden uns fehlen. Für deine Zukunft wünsche ich dir natürlich viel Gesundheit. Ich wünsche dir
viel Zeit für die Dinge, die du gerne tust, abseits der Schule, für deine Familie endlich mehr Zeit. Aber ich bin überzeugt, dass es viele Ideen und viele Themen gibt, denen du dich jetzt endlich widmen wirst. Und ich bin überzeugt, dass dir auch in deinem Ruhestand nicht langweilig wird. Wir wünschen Ihnen für einen wohlverdienten Ruhestand ganz viel Zufriedenheit, Gelassenheit, Harmonie und wunderschöne Momente mit der Familie und Ihren Liebsten. Aber wenn es ein Objekt in beruflicher Hinsicht ist, hoffen wir, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Danke für alles. Danke. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles nur erdenklich Gute. Vor allem aber wünsche ich Ihnen Zeit. Zeit für Ihre Hobbys, Zeit für neue Projekte und Zeit mit der Familie. Was wünsche ich ihm für die Zukunft? Dass er einfach mehr Zeit hat für Kunst und Kultur, für Reisen mit seiner Familie und dass sich alles das erfüllt, was er sich selber wünscht. Und was ich ihm sagen möchte, einfach, lieber Hermann, danke für deine Freundschaft und deine Wertschätzung. Alles, alles Gute. Ja, lieber Herr Wilhelmer, für Ihre jetzige Zeit in Ihrer Rente wünsche ich Ihnen das Allerbeste, dass Sie die Zeit genauso genießen wie Ihre Zeit, in der Sie Lehrender waren, weil ich glaube, dass ich habe das Gefühl gehabt, Sie haben das immer sehr gerne gemacht, weil dementsprechend gut haben Sie es gemacht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie alles genießen können, was Kärnten und diese Welt Ihnen zu bieten hat und dass Sie dabei immer wieder einen ruhigen Moment finden, um ein gutes Buch zu lesen und eine gute Tasse Kaffee zu trinken. Ich wünsche Ihnen für die Pension das Allerbeste, aber vor allem ganz, ganz viel Gesundheit und dass Sie endlich die Zeit haben, die Sie in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht gehabt haben, weil Sie einfach so, so viel Zeit in unsere Schule und in uns investiert haben. Danke für alles und eine wunderschöne Pension. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und auch mal Ruhe in Ihrer sehr verdienten Pension. Und ich hoffe, dass Sie uns nie vergessen werden, weil ich bin sicher, wir werden Sie alle nie vergessen. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste. Viel Glück, viel Gesundheit, viel Entspannung und viel Spaß und viel Zeit mit der Familie. Ich hoffe, dass Sie nun alles tun können, zu dem Sie bisher noch nicht gekommen sind und Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Ich hoffe auch, dass Sie manchmal an uns denken werden und vielleicht uns auch manchmal besuchen kommen werden, denn wir werden sehr oft auf Sie denken und Sie auch extremst vermissen. Sie werden immer unser Herr Direktor bleiben. Danke für alles. Für Ihren Ruhestand wünsche auch ich Ihnen neben viel Gesundheit, Erholung und Glück, dass Sie nun Zeit für all jenes haben, was neben der Schule oft zu kurz gekommen ist. Dass Sie viel Zeit mit Ihrer Familie verbringen, oft auf Reisen gehen und nun endlich Zeit für Ihre Leidenschaft, die Psychologie, haben. Lieber Herr Direktor, wir werden Sie nie vergessen. Danke für die wunderschöne Zeit.